Ich bin ja ein wenig nervös geworden. Man wartet hier immer auf etwas und das schwächt er nun schließlich. Seit ich hier im Institut Benjamenta bin, da habe ich es geschafft, mir bereits zum Rätsel zu werden. Wir alle hier, wir haben ja so wenig Gedanken. Ich habe vielleicht noch die meisten. Langweile dich hier im Institut so gut, als du eben kannst. Du kleiner Welteroberer. Guten Tag, Herr Vorsteher. Guten Tag, Herr Vorsteher. Die Verbeugung. Guten Tag, Herr Vorsteher. Ja, was willst du denn? Und ich, Herr Vorsteher, man lernt hier überhaupt nichts. Und wir Knaben im Institut Benjamenta, wir werden es zu nichts bringen. Von meinen Kameraden lernen. Ja, dass ich nicht lache. Fort mit dem Gedanken. Wir dürfen nicht ausschweifen, wir dürfen nicht fantasieren. Es ist uns verboten, weit zu blicken, und das stimmt uns zufrieden. Was wir Zöglinge tun, das tun wir, weil wir müssen. Aber warum wir müssen, das weiß keiner von uns. Aber vielleicht steckt ja irgendein Geheimnis hinter all diesen Nichtigkeiten und Lächerlichkeiten. Und ich hab's bemerkt. Es ist doch eigentlich alles ganz gut so, wie es ist. Nicht wahr? Ich werde eine reizende, kugelrunde Null im späteren Leben sein. Schade.